Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video und heute, Leute, zeige ich euch, wie ihr einen super Skin macht. Das Ganze machen wir mit 3D Paint und ich habe mir jetzt schon mal den normalen Steve Skin geladen. In diesem Video zeige ich euch erstmal, wie ihr einen Steve-ähnlichen Skin macht. Wenn ihr mal ein Video dazu haben wollt, wie ihr generell Skins macht, dann schreibt mir das doch gerne in diese Kommentare. Und ich würde sagen, legen wir los. Als erstes brauchen wir eine geeignete Farbe für die Haare. Wir müssen mal gucken. Ich würde sagen, wir nehmen einfach mal Rot. Ich benutze hier dieses Teil hier, damit kann man Farben kopieren. Und kopieren jetzt zum Beispiel erstmal diese Farbe. Jetzt ziehen wir den Regler von hier nach Rot. Jetzt haben wir diese Farbe als Rotton. Und dann füllen wir alles, was in dieser Farbe jetzt ist, damit aus. Wir machen das Ganze mit den ganzen Haaren. Habe ich das einmal schnell gemacht. Wenn man das jetzt ein bisschen knalliger machen würde, würde man halt auf die Farbe gehen, es zu rot ziehen. Denn das ist ein bisschen so schräg, vor allem ist es wichtig, schräg in diese Richtung ziehen und dann so machen und dann hätte man das Ganze halt ein bisschen fresher, aber das machen wir jetzt gar nicht. Als nächstes ändern wir gleich mal die Augen ab. Also ich persönlich finde nämlich so zweiteilige Augen immer schöner, was hier gerade etwas cringe aussieht. Den unteren Teil, also ich mache es immer beim unteren Teil, immer etwas dunkler machen muss und dann sieht es schon weniger cringe aus. Sieht immer noch cringe aus wegen dem Bart. Kann ja theoretisch das Ganze auch hoch versetzen. Dann nimmt man hier einfach irgendwo Hauttextur. Die kopiert man und fügt sie hier unten wieder ein. Ganz simpel. Da, jetzt hat man schon größere Augen. Wenn man will, kann man jetzt noch die Augenfarben abändern. Diese Farbe hier. So. Da hat man halt eine andere Augenfarbe. Ah, ich habe den Bart vergessen. Wir machen nochmal schnell den Bart. Wollen wir den Bart in einer anderen Farbe? Wir machen jetzt einfach mal den Bart. Nein, wir machen den Bart nicht in einer anderen Farbe. Das wäre ein bisschen zu lächerlich. Als nächstes machen wir jetzt etwas ganz Wichtiges. Wir nehmen jetzt diesen ganzen Kopf und kopieren ihn einmal. Dann setzen wir hier einen schwarzen Punkt. Ihr könnt egal welche Farbe nehmen und kopieren das Ganze nach hier. Dieser schwarze Punkt ist, damit wir wissen, wo das zweite beginnt, weil das hier ist jetzt sozusagen die zweite Layer. Das sieht man oben drauf. Das bedeutet, dass wir jetzt hier alles unter allem haben und das über allem. Das, wenn wir jetzt zum Beispiel hier alles außer die Haare wegnehmen, alles zur Haut machen, dann sieht es halt so aus, als wären die Haare in der zweiten Layer. Das heißt, wir entfernen einfach mal schnell hier alles an Haut. Eine ganz wichtige Sache ist, dass ihr immer das zweite Teil hier macht. Also weil dieses Teil, wenn das in der zweiten Layer ist, sieht einfach nur absolut cringe aus. Lasst es also nicht drauf. Okay, aber jetzt nehmen wir uns mal einen zufälligen Hautpartikel. Damit müssen wir jetzt alles so bedecken, dass es natürlich aussieht. So kann man das ein bisschen verkleinern, ein bisschen vergrößern. Okay, das sieht jetzt ein bisschen verwischt aus, hier zum Beispiel, und es sieht auch ein bisschen nach Schlange oder so, das ist gar nicht schlimm, der größte Teil ist sowieso von Haaren bedeckt und da fällt das gar nicht so auf. Einige Sachen, die wir jetzt machen müssen, ist zum Beispiel hier haben wir ja den Bart gehabt, den müssen wir halt auch irgendwie ersetzen, so durch irgendwas an Haut, damit die Leute sich nicht so denken, ein Fehler in der Matrix, ja, und die Augen waren da, und wenn man das jetzt zum Beispiel übereinander legt, oh, hier. Yeah.
Nee, doch, nee. Hier haben wir vergessen, die Haut hinzuzufügen. Dann machen wir einfach einmal so und einfach so und dann so und so. Jetzt haben wir das Ganze richtig. Genau, das ist halt einfach nur, damit es in zwei verschiedenen unterschiedlichen Layers ist. Jetzt ist mir aber diese Haut noch etwas so dunkel. Da könnten wir jetzt theoretisch, wie bei den Haaren, alles nehmen und einfach ein bisschen weiter schräg nach oben befördern und dann ein bisschen frischer machen. Wir können aber auch, und das ist etwas, was nicht immer klappt, was man auch nicht immer machen sollte, aber man kann es machen. Wir nehmen jetzt einfach mal Weiß, weil Weiß halt eine helle Farbe ist. Obwohl Weiß gar nicht mal so gut ist. Wir nehmen einfach das und hellen es auf, ja. Und jetzt stellen wir hier die Deckkraft runter. Wir stellen sie jetzt zum Beispiel mal auf 30%. Und dann können wir das hier rüberziehen und alles gleich ein bisschen heller machen. Die Sache ist halt, umso höher diese Deckkraft ist, umso weniger sieht man die Textur darunter. Deswegen haben wir das hier zum Beispiel nicht gemacht, weil wir, wenn wir etwas einfärben, muss man die Deckkraft ziemlich hoch stellen, damit man das Alte nicht mehr sieht. Deswegen, ja. Gut, dann würde ich sagen, füge ich das einmal schnell beim ganzen Kopf hinzu. Okay, das habe ich jetzt gemacht, weil hier unten bei den Armen werden wir das jetzt nicht machen, weil die Arme schon heller gehalten sind. Und dann kommen wir zu den Klamotten. Wollen wir jetzt hier raus einen Anzug machen. Und um einen Anzug zu machen, brauchen wir erstmal ein Hemd, das wir unterziehen. Wir machen so einen ganz klassischen Schwarz-Weiß-Anzug. So, nehmen wir jetzt erstmal einfach Weiß und ziehen das hier so lang. So zwei Frames. Ganz einfach. Und jetzt texturieren wir das ein bisschen, was einfach heißt, dass wir so ein bisschen runtergehen mit dem Regler, ein bisschen hochgehen, dadurch ein bisschen mit der Helligkeit spielen. Und man sieht das manchmal gar nicht so krass, aber es hat im Nachhinein einfach einen besseren Effekt. So. Kannst theoretisch auch ganz weiß lassen. Der Kontrast ist jetzt bei OBS ein bisschen erhöht. Kannst hier euch auch ganz weiß lassen. Das ist halt einem selbst überlassen. Und dann könnte man zum Beispiel jetzt hier noch so eine Krawatte hinzufügen. So hier zum Beispiel. Ich weiß nicht. Okay, dann müssen wir als nächstes erstmal bedenken, wir sind ein Anzugträger. Der Anzug ist sehr, sehr hoch geschlossen. Und dann, ab hier machen wir eins höher, weil das einfach ein bisschen besseren Kontrast ergibt. Und machen jetzt erstmal einfach den ganzen Körper, die ganzen Klamotten hier schwarz. Okay, ich habe jetzt erstmal das von hier kopiert, weil das hier ist jetzt der Rücken. Das heißt, das hier, wenn wir das texturieren wollen, ist das halt jetzt unsere letzte Chance. Wir können zum Beispiel jetzt hier so eine gelbe Blume hinzufügen. Dann können wir hier ein bisschen erhellen und zum Beispiel so ein Muster hier hinzufügen. Wenn wir das wollen, ich mache das jetzt einfach. Und dann haben wir halt hiermit auch ein bisschen mehr Textur drin. Und das sieht jetzt auf OBS ein bisschen krasser aus, als es eigentlich ist. In Wahrheit ist es halt wirklich nur so ein ganz leichter Kontrast. Das sieht halt in OBS ziemlich viel krasser aus. Aber es ist eigentlich wirklich nur ganz leicht. Und dann nehmen wir jetzt zum Beispiel einfach das hier. Und das kopieren wir. Dann fügen wir es ein, und zwar auf den Rücken, der immer eins breiter ist. Und jetzt sieht das aber ein bisschen komisch aus. Dazu können wir hier die Position verändern. Ganz einfach. Okay, als nächstes müssen wir hier machen. So, Anzüge sind ja meistens so ziemlich langärmig. Wir machen einfach mal bis hier. Dann sieht das Ganze schon gleich etwas anzugmäßiger aus. Dann müssen wir das hier, ganz wichtig, das blaue hier ist jetzt das Schulterblatt. Das hier ist die Hand. Das ist sehr wichtig. Das sollte man nicht vergessen. Und dann bringen wir halt noch ein bisschen Textur rein. Worauf ihr oft achten solltet, ist wirklich den Kontrast nicht zu hoch zu setzen, also nicht so großen Unterschied zwischen den Farben zu machen. Und wenn ihr merkt, dass es ein bisschen zu viel ist, halt an einer Stelle zum Beispiel auch ein bisschen wieder entfernen. Ich weiß, es sieht gerade aus, als wäre es viel zu viel, aber es ist nicht viel zu viel. Das sieht nur so aus, weil OBS einen erhöhten Kontrast bei mir hat. Und deswegen, ja. Aber wir kopieren jetzt erstmal den Arm. Und jetzt fügen wir den Arm ein.
Und jetzt packen wir ihn nach hier unten. Fertig, schon haben wir die Arme. Okay, als nächstes wollen wir jetzt eine schwarze Hose mit schwarzen Schuhen. Dazu machen wir jetzt erstmal die Hose. Wir nehmen erstmal wieder das komplette Schwarz und ziehen das hier so ein bisschen lang. Dann haben wir hier ja schon eine vorgefertigte Schuhtextur. Jetzt soll ja ein bisschen Steve-mäßig angelehnt sein, ja. Jetzt machen wir das Ganze etwas heller. Dafür nehmen wir diesmal Weiß, weil Schwarz und Weiß kompletter Kontrast ist. Da ist das nicht schlimm. Und machen das jetzt zum Beispiel auf 10%, weil Weiß ziemlich stark erhält. Wir kopieren das erstmal. Und jetzt machen wir das Ganze hier etwas heller. Was auch wichtig ist, wenn ihr jetzt das macht und überlappt ihr, dann wird das, worüber ihr überlappt, wie ihr auch seht, immer stärker. Das heißt, ihr müsst aufpassen, wenn ihr mit weniger Auflösung macht, ja? Gut, okay, jetzt haben wir das hier. Jetzt wollen wir da zum Beispiel schwarz streifen. Dafür nehmen wir das, machen ein bisschen dunkler. Noch ein bisschen dunkler. Hier ungefähr. Ich schwör! Wir machen das jetzt wirklich echt dunkel. Und dann setzen wir halt die Streifen. Die Streifen dürfen nicht zu präsent sein. Sie müssen ein bisschen präsent sein. Oh, wir haben ja auch die Deckkraft auf 10. Was bin ich für ein Dulli. Ah, jetzt müssen wir die Textur wieder anpassen. So ungefähr. Und dann ziehen wir das einfach durch. Ja, auch wieder wichtig ist, dass diese Seite der Schuh ist. Und wenn man die Laufanimation sieht, sieht man ja manchmal, wie das Bein aussieht. Und dieses Beinteil, das direkt am Oberkörper am Überlappen ist. Das ist das. Was heißt, hier sollte man keine besondere Musterung einnehmen. Sonst wirkt es irgendwie komisch. Genau, und jetzt machen wir die Schuhe einfach komplett schwarz. Weil die Schuhe sehr clean sind. Sie sind sehr clean und glänzend. Wodurch das einen kleinen Kontrast erschafft. Ganz wichtig, wir sollten auf jeden Fall mindestens den Außenrand der Schuhe genauso machen wie den Schuh. Und dann nehmen wir das Ganze wieder. Und wir kopieren das, fügen das ein und wir nehmen es nach hier unten. Im Übrigen, ich habe das hier oben vergessen, das ist einfach, das hier, das ist halt so unter dem Kopf, das heißt, es ist besser, wenn ihr das einfach ganz simpel schwarz macht, damit das nicht vom Rest des ganzen Körpers ablenkt, ja. Okay, und jetzt als nächstes machen wir das hier, was wir hier gemacht haben mit den getrennten Layers, einfach mal schnell hier bei allem. Okay, ich habe hier jetzt erstmal, also wichtig ist bei dem Skin, du musst halt logisch denken, okay? Das Hemd, das ist nicht logisch, wenn das genau auf derselben Ebene ist wie der Anzug. Und deswegen haben wir hier alles zum Hemd gemacht. Du musst auch, beim Skin ist ganz wichtig, dass du nicht so rangehst, merkt dir eh keiner. Nein, es ist einfach wichtig, dass du zum Beispiel hier den ganzen Arm und hier oben hier so weiß, das sieht man nicht, aber es ist einfach wichtig. Es ist einfach wichtig für das Feeling. Der Einzige, wo ihr auf Logik, scheißen könnt sozusagen, ist bei den Beinen, weil wenn ihr den Ort, wo die Schuhe normalerweise sind, Hautfarben macht, das sieht einfach kack aus. Deswegen nehmt ihr einfach die Textur und
zieht sie durch. Das habe ich nämlich auch gemacht. Und die Schuhe und Schuhsohlen sind halt Overlay. Genau, das ist jetzt der Skin und ich glaube, ich zeige euch mal, wie der aussieht. Okay, das hier ist der normale Steve. So sieht der ganze Steve aus, wenn wir ihn verbessert haben. Ich muss sagen, es gibt einige Dinge, also hier zum Beispiel, das ist ein, weil das eins zu kurz ist, das ist ein Kopierglitch. Was das genau ist, kann ich euch ja in einem späteren Video noch erzählen. Und es gibt auch einige Dinge, die ich bei einem normalen Skin anders gemacht hätte. Allerdings wollten wir ein bisschen Steve getreu bleiben und deswegen haben wir das halt so gemacht. Und bevor ich das Video jetzt an der Stelle beende, wollte ich noch sagen, dass ich ja einen Zweitkanal habe. Da könnt ihr auch gerne mal auf den Videos vorbeischauen. Es sind schon 3 Videos online. Diesen Monat kommen die nächsten 3 Videos. Ich hoffe, der Skin gefällt euch. Ich versuche ihn mal irgendwie in die Kommentare oder Community Tag zu teilen. Und dann bekommt ihr von mir ein raues Ciao.